Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin. Ich bin's Kevin. Und heute gibt's die Bienenstich-Challenge und ihr seht, jeder hat hier einen Bienenstichkuchen am Start. Genau, mal wieder ein Wettessen. Wir hatten ja sehr, sehr lange kein Wettessen mehr. Und ja, viele haben auch geschrieben, mach mal wieder ein Wettessen, mach mal wieder ein Wettessen. Genau. Und ja, da haben wir jetzt gedacht, was hatten wir denn Wettessen noch nicht? Und da haben wir uns gedacht, Kuchen. Kuchen und Torte, sowas hatten wir noch gar genau, nicht. Genau, das hatten wir noch gar nicht. Und jetzt, einen ganzen Bienenstich hat jeder hier genau am Start. Ist ein Klassiker. Und den müssen wir killen. Ja. Wir schneiden erstmal in gleichmäßige Stücke, damit wir die schönen Perlen halt nehmen können. Ja. Das machen wir zusammen auf jeden Fall. Genau. Und ja, wer den schneller auf ist, der gewinnt. Der Verlierer kriegt eine heftige Strafe, diesmal echt heftig. Ja. Deswegen würde ich mich anstrengen heute. Ja, auf jeden Fall. Wir schneiden jetzt mal an. Genau. Und ihr könnt jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, für wen ihr seid. Seid ihr für mich, Marvin oder für Kelvin? Was denkt ihr, wer hier gewinnt? Genau. Schreibt es jetzt in die Kommis, jetzt nicht schummeln. Und ja, würde ich sagen, schneiden wir das Ding mal an, ne? Ja. Erstmal durch die Mitte so. Ja. Wir haben beide gleich, wir haben beide noch nichts gegessen. Wir haben nichts gegessen, wir haben, wie gesagt, gar nichts gegessen. Gleicher Stand. Ich hab schon richtig Hunger. Boah, ich hab auch so Hunger, ne? Ja, komm, perfekt schneiden. Boah, geil. Vielleicht dann noch einmal. Und dann jeweils nochmal so ein Stück. Ja, so schneide ich meine Pizza auch mal. Ja, ist eigentlich perfekt, ne? Ja, so ist perfekt. Zack. Boah, insgesamt, glaube ich, 2600 Kalorien, also ist schon ein Tagesbedarf. Ja, damit eigentlich gedeckt. Ja. Boah, ich versuch's auf jeden Fall zu schaffen, ne? Ich auch. Ich werde das schaffen, Alter. Ich will die Strafe nicht. Klar, wenn man Hunger hat, man denkt immer, man haut direkt weg. Ja, klar. Aber man muss wirklich durchhalten. Ja. Und das einfach noch durchziehen. Und der geht ja gut runter, muss ich sagen, für den Kuchen. Okay, der ist gut. Wichtig. Wichtig, echt. Bienenstich und Käsekuchen sind die heftigsten. Ja. Ich finde auch, sind die geilsten Kuchen. Ja. Geile Konsistenz, ne? Perfekt, ja, total perfekt. Okay, Leute, es gibt noch nichts zu trinken. Also, der ist ja schon sahnig, das sollte reichen. Genau, kein Trinken. Kein Trinken, kein Glas Milch oder so. Nur der Kuchen und wir. Wir, der Kuchen, Mann. Okay, Hände werden klebrig werden, ja, ist egal. Also, nochmal, wer jetzt alles aufgegessen hat und der Mund muss leer sein, ja, der gewinnt. Wenn beides nicht schaffen, wer mehr aufgegessen hat. Boah, lange ist es her. Bin aufgeregt. Echt lange. Okay, ready? Gebt auf jeden Fall noch einen dicken Daumen hoch, wenn wir mehr Wettessen machen sollen. Und schreibt in die Kommentare, mit was wir Wettessen machen sollen. Genau. Wir haben schon vieles durch. Ja, seid kreativ. Ja, wir können weiter ein Stück anfassen, schau mal. Ja, okay. Eins in die Hand. Oder eins in die Hand. Okay. Boah, nice, perfekt. Okay. Ein geiles Stück hier nochmal von nah, Leute. Hey, Leute. Und es ist auf dich. 3, 2, 1, go! Boah. Boah. Zu lecker. Boah, Hammer. Bienenstich beste. Hammer. Boah, der ist noch richtig kalt in der Mitte. Mhm. Nur gut kalt. Die Sahne ist voll kalt, ne? Mhm. Ja. Deswegen bin ich ein bisschen am struggeln. Das kalte, ganz klar. Ist auch nochmal eine Stufe schwerer. Ja, dritte. Wie bin ich? Eine harte Strafe, Mann. Ich hab schon getrunken wie so. Denkst du, schaffst du es ohne Trinken? Doch trockener als gedacht, Leute. Hätte ich gedacht. Zur Not, wir wiegen ab, weil ich sehe gerade, die Stücke sehen unterschiedlich aus. Ja. Nichts dem Zufall überlassen. Ich brauche trinken, Alter. Das ist krass, ne? Weil die Sahne ist so fest. Ja. Ist auch ein bisschen trocken sogar einfach. Wir können Stopp machen und einmal trinken wollen. Leute, Marvin isst nicht weiter, ich esse nicht weiter. Wir müssen ein Wasser holen. Okay, hol jeden ein Wasser. Ist so trocken, das glaubt ihr echt nicht. Das ist krass. So, Leute, kurz für Wasser gesorgt. Und ich sag mal so, hier ist noch eine Flasche Wasser. Jeder kann sich so viel einschicken, wie er möchte. Aber es wird ja auch schwieriger, weil durch Wasser wird der Bauch voller. Deswegen, man sollte nur das Nötigste trinken. Genau. Ich würde mal ganz klar sagen, es geht jetzt sofort weiter. Weiter geht's. Vierte Stück, Leute, bei mir läuft. Boah, wird echt schwer jetzt. Jetzt kommt der ganze Zucker im Bauch langsam an, staut. Ja, die ist süß. Voll süß so. Ich hätte so mehr Bock auf KFC oder so Pommes oder so. Jetzt denke ich sofort an KFC, ja, ne? Mann. Ich hab gerade eben an Nuggets gedacht. Ich hab an Pommes und so. Hast du so viel Süßes? Willst du was Salziges? Willst du das Gegenteil? Ja, Pommes und so, so Fastfood. Also Leute, ihr wisst, nächste Challenge wird aber Fastfood-mäßiges. Ich mag eh mehr so Fastfood-Sachen. Also so salzige Sachen. Süße bin ich gar nicht so der Fan von. Und irgendwann ist es dann der Magen. Oh, ich muss essen hier. Der Magen will dann irgendwann. Einfach fast kann man mehr futtern. Ja. Also die nächste Challenge wird dann definitiv wieder in die Fastfood-Richtung gehen. Wenn ihr jetzt fortlagt, wird echt
schlecht gerade. Boah, ja, wegen der ganzen Sahne, Digga, ne? Ja. Boah, die ist so mächtig, ne? Boah, mir ist einfach gerade immer mal schlecht. Boah, höre ich selten von dir. Leute, was geht ab? Das ist mein Sieg, oder was? Das ist noch Essen, oder? Was geht ab, Mann? Marvin, guck mal zu. Oh, die Sahne hier, guck mal, die rauskommt hier. Mm. Köstlich. Komm auf, Alter. Erster Stück. Aber du hast dickere Stücke, Alter, krass. Ich glaube, sieht gut aus bei mir. Selbst wenn ich jetzt das hier liegen lassen würde und du das nur noch isst, wir haben beide 4 Stücke. Und du hast ziemlich dick, glaube ich, ne? Müsste man wiegen. Wie sieht's aus bei dir, Marvin? Ich kann kein bisschen mehr nehmen, das ist krass, gerade wie eine Blockade. Ja, und ich weiß nicht, ob es mein Kopf jetzt ist, aber... Krass. Ja, ist was anderes als Fastfood, ne? So dieses salzige und fettige. Ich vermisse Gott. Pizza würde ich jetzt unnormal weghauen, glaube ich. Pizza? Ja. Ich boah, so süßes kann ich gar so nicht. So Burger Pommes würde ich dich, glaube ich, weghauen. Boah, ich muss das noch essen. Muss man überlegen jetzt. Gehe ich auf safe oder... Wenn wir jetzt abwiegen, kann man nicht mehr essen, dann ist es zu spät, ne? Ja, dann ist es zu spät. Moment, warte, das stimmt. Komm, wir biegen ab. Wir machen es spannend, komm. Sollen wir spannend machen, Leute? Okay, komm, wir biegen jetzt ab. Okay. So, Leute, Stunde der Wahrheit, also. Küchenwaage ist auf 0 Gramm und einmal darauf stellen. So, wir müssen jetzt so wiegen. Ja, so ist auf 0. Bisschen schwer hier. Einmal drauf, die guten Dinger hier. Okay. Ja, 416. Alter, 416? 416? Oh. Ich glaube, ich hätte die größeren Stücke weggehauen. Du hast einfach die größten, du hast mir... Ey, Scheiße. Oder? Mal gucken. Ah, doch, jetzt sehe ich, die sind ja relativ klein. Oh, Mann, ey. So, Stunde der Wahl, die hat Kelvins. Mama hat 416. Yes! Yes! Alter, du bist so ein Glücksbringer. Du hast einfach die kleineren Stücke weggehauen. Ja, Mann, und ich hab gedacht, Mist, ey. Ich hab langfristig gedacht, hab aber vergessen, wenn du aufgibst. Und dann wärst du doch nochmal sicher gegangen. Oh, Mann, ey. Hätte ein paar Bissen nur genommen, yeah, ne? Oh, Leute, ärgerlich, Mann. Hast du eine Strafe oder? Ja. Musst du überlegen. Ich hab schon was, Leute. Dafür müssen wir rausgehen. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt bei der Strafe wieder. Bis gleich. So, wir sind jetzt hier. Ja, die Bestrafung hältst du schon in der Hand und zwar Stinkbomben. So, du musst jetzt eine selber zünden, hier reintun und dann das Gefäß schließen. Okay. Ne? Okay. Und dann nimmst du in Abständen 3 Züge. Also einmal, dass man auch hört, du nimmst einen Zug. Okay. So, dann machst du wieder zu, dann nochmal einen Zug, also 3 insgesamt. Mhm. Und ihr wisst, Leute, Stinkbomben sind so ekelhaft. Alter Schwede, Digga. Und wenn die dann noch in so einem kleinen Gefäß sind, diese ganze Das ist vielleicht eine heftige Strafe, Mann. Ja. Ja. Okay, also musst du, wie macht man die eigentlich an? Muss man drauf? Einmal drauf treten oder so. Ja, du musst das Gefäß noch aufmachen. Mach das schon mal und dann, auf. Wenn, die, wenn das dick wird, direkt rein. Direkt da rein, ne? Genau. Okay. Wenn du merkst. Warte, ne, die ist Schrott dann. Ist die kaputt? Ja, weg. Alles. Ja, okay. rein. Alter! Leute, ich lass lieber los, weil das ist ein kleines Loch. Jetzt musst du gleich den Daumen drauf halten. Ich? Ja. Der Geruch nicht rausgeht. Oh, warte. Warte, die platzt. Oh, denkst nee, du? Nee, gleich ist. Ach, nachdem die geplatzt ist? Die platzt gar nicht. Hä? Oh, oder? Die dauert ein bisschen. Warte, manchmal dauert das ein bisschen. Jetzt ist geplatzt. Ach, ist geplatzt? Jetzt Daumen drauf. Daumen drauf? Genau. Alter. So, der Geruch ist jetzt da drin. Boah, ist das eklig. Ist das schon eine Brühe oder so? Okay, Leute, ihr habt gesehen, die ist geplatzt. Boah, das stinkt jetzt schon, Alter. Das riecht noch gar nichts. Ja, der Wind kommt gerade in meine Richtung. Ja, okay. Ich würde sagen, du nimmst einfach den Daumen weg und dann nimmst du den richtigen direkt von da. Direkt von hier, ja, Mann. Boah, und dass man auch hört, du nimmst den Zug. Ja, wie nah soll ich rangehen? Also angenommen, hier wäre das Loch, so. Oder was? Ja, direkt in deine Nase rein. Boah, ich riech das jetzt schon, Alter. Okay. Komm. Also so, dass man so hört, so. Ja, komm, erster Zug. Okay. Scheiße! Ekelig, ey. Boah, ich riech das auch jetzt. Boah. Digga, es ist so stark, es kommt durch so ein kleines Loch. Ja, klar. Das ist so hochdosiert. Ja. Ey, ist das eklig, Digga. Boah. Ey, ist eigentlich zu viel noch, um mal einen zu machen jetzt. Nee. 2 noch. Gerade. Zweiter. Weiter. Boah! Ey,
das ist ekelhaft, Mann. Ich kotze gleich, Alter. Ohne Scheiß. Boah. Lava. Boah. Ey, das ist ja widerlich, Digga. Junge, alles schmeckt gerade so auf der Zunge danach, ne? Wie, schmeckst du das? Im Gaumen schon, als ob ich das gerade irgendwie getrunken hätte oder so. Bah. Okay, komm noch ein. Okay, Mann. Der letzte. Okay, hast du echt gut durchgezogen. Ich würde sagen, das war meine heftige Strafe, Leute. Leute, das war's mit der Bienenstich-Challenge. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen fetten Daumen hoch. Und ja, Strafen könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, gar kein Problem. Ja. Folgt uns auf Instagram, einmal hier MarFit und hier KelvinPitty. Folgt uns auf Lasse Stand. Genau. Wenn ihr wollt, Leute, checkt noch unser Merch-Shop ab. Erster Link in der Beschreibung. Cool stuff. Bald kommt eine neue Kollektion. Ja, man, seid gespannt. Und noch schöne Grüße an Bernd Zimmer. Bam! Du hast die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch noch zu grüßen wollt, müsst ihr das einfach abonnieren, direkt indem ihr auf das Glöckchen klickt, dann auf aktivieren und kriegt immer eine neue Nachricht, wenn wir das Video hochgeladen haben. Geiler Service. Yes, dann schreibt in die Kommentare Hashtag Glocke aktiv, damit wir auch sehen, ob die Glocke aktiviert. Yes, mit ein bisschen Glück bleibt mich hier. Wir dann grüßen euch. Bis morgen. Peace.